Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in der Tulpenzeit Teil, ich weiß nicht mehr wie viel, aber es gibt doch immer wieder neue Ideen und nachdem ich euch so Ideen gezeigt habe, wie man auch mit wenigen Tulpen was Tolles machen kann, gibt es heute mal was Edles. Heute gibt es mal einen Tulpenstehstrauß. Aber wie man den macht, das seht ihr gleich nach der Intro. Also wie schon eingangs erwähnt, brauchen wir heute schon, naja, ich sag mal ein paar mehr Tulpen und ich lege mir die jetzt einfach schon mal auch auf den Tisch und ich nehme, ich mache den jetzt nur mit den pinkfarbenen Tulpen. Wir machen das mal so richtig schön elegant, edel, aber auch mit der gleichen Tulpensorte. Und was man auch zu diesem Tulpenstehstrauß braucht, man braucht natürlich ein Gefäß, das eine glatte Grundfläche hat, ja, und aber auch natürlich einen Rand, weil sonst kann da kein Wasser drin sein. Und für so einen Stehstrauß, da eignen sich auch nur Blüten, die mit einem relativ niedrigen Wasserstand klarkommen. Dazu gehören Callas. Callas haben natürlich auch ein bisschen weichere Stiele, gehören Tulpen. Ja. Es gibt nicht so viele Blumen, die einen niedrigen Wasserstand wollen, weil zum Beispiel Rosen finden es schön, wenn der Wasserstand hoch ist. Aber Tulpen, nee, Wasser füllen wir später rein. Tulpen kommen damit klar. Aber wie man die bindet und wie man die schneidet, das ist natürlich, das muss man natürlich dazu auch wissen. Also wir brauchen relativ viele. Ich habe hier jetzt wenn man Blumen zählt, immer an den Stielen zählen, weil hier oben kann man es nicht so gut machen und hier kann ich dann doch relativ schnell zählen. Da habe ich jetzt hier 10, 3, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 37 Tulpen. Also ist jetzt schon eine stattliche Anzahl. Und es ist natürlich auch gut, wenn die Tulpen nicht ganz so dünne Stiele haben. Man sieht hier, naja, die sind fast ähnlich, aber der Stiel ist jetzt so ein bisschen stabiler als der andere. Man sieht es auch, wie die Tulpe oben, wie schnell die hier wiegt, ja. Und die andere kommt mir jetzt doch etwas stabiler vor, aber je dicker der Tulpenstiel, desto besser, weil der ist natürlich doch ein bisschen weicher. Ja, also mal gucken, ob ich mit der Anzahl klarkomme. Und ich fange jetzt einfach mal an, den Strauß zu binden. Und wichtig ist bei diesem Tulpenstehstrauß, wichtig ist die Spirale. Ja, die Spirale bedeutet, habt ihr bestimmt schon öfter gehört, hier ist natürlich auch noch ein bisschen Dreck. Man sieht, die Tulpe wächst auf sandigen Böden. Also man kann das auch noch mal am Wasserhahn hergehen. Ich habe natürlich auch gleich die entsprechenden Hände und kann die Stiele noch mal ein bisschen abbrausen. Ja, das ist fast so, wie wenn man Feldsalat wäscht. Der ist auch sandig und die Tulpen, da sieht man halt auch, auf welchen Böden die gerne wachsen. Ja? Und wichtig ist die Spirale, in die ich jetzt so gleich komme. Ich lege jeden Tulpenstiel und je mehr Tulpen ich habe, desto leichter wird es. Den lege ich immer den Blütenkopf mir zugewandt und der Stiel ist von mir abgewandt. Ja? Das heißt, es ist immer der Stiel nach hinten. Das gilt jetzt natürlich, wenn man so bindet, für Rechtshänder. Rechtshänder halten mit der linken Hand den Strauß. Und mit der rechten Hand, da bin ich auch geschickter anzulegen oder auch mal die Blätter abzumachen. Mit der rechten Hand kann ich immer entsprechend arrangieren. Mit der rechten Hand, dann kann ich auch schön anlegen. Ja, und kann auch nochmal zupfen, weil ich muss schon ein bisschen Blattwerk abzupfen. Sonst habe ich viel zu viel Blätter. Aber wenn dieser Strauß ein bisschen, ja, die Blätter, die ich habe, die brauche ich natürlich auch, weil ich brauche auch eine gewisse Fülle, weil sonst steht mein Stehstrauß nicht. Schöne Redewendung, oder? Genau. Anders kann ich es aber nicht formulieren. Und das ist ganz, ja, das ist, und das Wichtige ist, da komme ich jetzt dann so gleich dazu, wenn ich mal ein paar mehr Blumen habe. Ich lege die aber bewusst nur einzeln an und nicht mehrere, weil ich muss ja auch immer das Grün abzupfen. Und das ist, wenn ich mehrere Stiele in der Hand habe,
dann ist es doch schwer zu machen. Dann geht es eigentlich nicht. So, ja, das Thema Rechtshänder. Also als Rechtshänder halte ich immer die Blumen in der linken Hand. Und die Spirale hat noch einen weiteren Vorteil, wenn ich in der Spirale binde. Man sieht hier auch, das fängt jetzt schon an. Dank der Spirale halten die Blumen, halten die in der Hand, weil durch dieses Anlegen, bleiben die auch tatsächlich hier im, durch dieses Schräge, dadurch, dass die hier so schräg drin liegen, bleiben die in der Hand liegen und ich kann auch wirklich mehr in der Spirale mehr Blumenstielvolumen fassen, als ich eigentlich in der Spannweite meiner Finger fassen kann. Ja, ist ganz faszinierend, weil manchmal, wenn es dann wirklich ein bisschen noch üppiger wird, dann sieht man auch, dass hier zwischen meinen Fingern dann auch mehr Stiele nicht abgedeckt sind und trotzdem fallen die nicht raus, weil die in der Spirale sind. Ja, und als Florist ist es natürlich immer ganz gut, wenn man nicht ganz kleine Hände hat, ja, um die Stiele gut zu fassen. Das bietet sich an, weil sonst, wenn ich je kürzer die Finger, desto schwieriger wird es mit dem Greifen. Das ist natürlich für alle, die den Berufswunsch Florist hegen. Da ist es sehr hilfreich, wenn man etwas größere Hände hat. Also für alle, die das zum ersten Mal machen oder die zum ersten Mal einen Strauß binden, ich würde immer zum Vorbereiten das, was ich jetzt hier nebenher mache, sprich die Blätter abrupfen, oder abziehen. Das würde ich immer vorher machen, weil das ist, wenn man nicht so geübt ist, ist es nicht empfehlenswert, einfach weil man gar keine Hand mehr frei hat dafür. Ja, und so. Es würde jetzt auch, wenn ich noch mehr Tulpen hätte, würde das Ganze auch ein bisschen kritisch werden. So, das ist der Teil 1 der Übung. Das ist jetzt mein Strauß. Wow, sieht eigentlich schon echt toll aus. Ich mache jetzt einfach mal so auf die Schnelle. Ich habe jetzt nämlich keine. Moment. Ich gieße jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen Wasser über die Stiele, weil der Lockig dreckig dran ist. So, genau. Das wollte ich nämlich nicht so lassen. Ich habe schon ganz dreckige Hände. Also dann schneide ich den. Erstmal binde ich den Strauß mit Bindebast. So, ich lege den Bast in meine Hände, führe ihn über der Hand um den Strauß herum, am besten zweimal und dann kann ich den auch vorsichtig auf die Kante legen und binde ihn dann fest zusammen. Also man sieht, die Tulpenstiele könnten auch ein bisschen fester sein. Ja, das wäre natürlich schöner, wobei es natürlich auch irre aussieht, wenn sie sich so über den Tisch ergießen. Und hier sieht man auch, wie die Stiele jetzt auseinandergehen. Die Kunst an diesem, den Strauß jetzt zu schneiden, das ist jetzt, dass man die äußeren Stiele dürfen nicht zu kurz sein.
Tada! Er steht. Ja, also die Kunst ist tatsächlich, die Stiele so zu schneiden, dass dieser Strauß steht. So, man könnte jetzt nochmal hier außen, man kann auch mal ein bisschen ziehen, ja, indem man die äußeren, also vorsichtig, ja, sonst brechen die ja ab, die Tulpen. Aber die Kunst ist jetzt natürlich, die Stiele so zu schneiden, dass dieser Strauß steht. Und ich finde ihn jetzt, dadurch, dass die Tulpen sich so neigen, ich finde, er sieht jetzt total schön aus. Und ist unheimlich elegant, weil das bringt natürlich jetzt viel mehr Eleganz, wie wenn die jetzt alle wie die Soldaten stehen würden. Aber das ist jetzt, ja, das ist jetzt ein Stehstrauß. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen würde, ist die Stiele nochmal unterm fließenden Wasser an der Spüle abspülen und dann in diese Schale kommt dann das Wasser rein. Und da Tulpen ja weiter wachsen und sich bewegen, würde ich ihn auch gut beobachten, weil das Risiko ist natürlich, dass er irgendwann umfällt, ja, durch irgendeine Wachstumsbewegung der Tulpen. Aber so, genau so, auch mit dieser Schale, so würde ich mir ihn jetzt auch auf den Tisch stellen. Und ich finde, das sieht jetzt, das macht jetzt schon echt eine mega Wirkung, oder? Cool. Also, an meinem Lachen merkt ihr, dass er mir selber auch total gut gefällt. Und es ist wirklich eine besondere Arbeit, Mann. Also, viel Spaß bei so einem Werk und wirklich darauf achten, dass die Stiele schön in der Spirale sind, die inneren, die mittleren Stiele ein bisschen kürzer und dass wirklich, wenn man sich dann so hinstellt und es auf den Tisch aufsetzt, dass es die Stiele so eine Ebene bilden. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei dem Stehstrauß. Und Rosen müssen natürlich trotzdem angeschrägt werden, Tulpen brauchen das ja nicht. Ja, aber ich bin schon am Ende von dem heutigen Video, das heute mal doch ganz anders war und eine ganz andere Blütenfülle bildet. Aber ich musste euch auch mal so eine Edelvariante der Tulpen zeigen. Und eigentlich müsste der Strauß ins Schaufenster. Das ist ein echter Hingucker. Wie immer freue ich mich super, dass ihr dabei wart und erzählt mal, ob das auch was ist für euch zum Nachmachen. Wäre ja auch mal eine tolle Idee für den Ostertisch oder ja, für eine Feier, für was Besonderes. Ja, das natürlich, oder auch, nicht, auch zum Verschenken ist natürlich ein richtiger Knaller. Ja, danke fürs Zugucken. Freue mich auf alle Kommentare und freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Alles Liebe und bis zum nächsten Video von eurer Margit. Tschüss!